Von den starren zu den bewegten Bildern und zu einem Saarbrücker Bub, der diesen Bildern das Laufen beibrachte. Der Regisseur Wolfgang Staute aus in die Welt, um mit TV- und Kinofilmen Geschichte zu schreiben. Am kommenden 9. Oktober wäre er 100 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass ist ein Buch erschienen in einem St. Ingberter Verlag. Über dieses Buch wollen wir gleich hier ein bisschen reden. Aber es gibt auch dieses Buch zu gewinnen. Und deshalb gibt es auch gleich eine Quizfrage. Und da lohnt es sich, im folgenden Film ein bisschen genauer aufzupassen. Denn vorher gibt es bei uns Wolfgang Stautes Leben und Werk in bewegten Bildern. In der Saarbrücker Mainzer Straße 11 wird Wolfgang Staute am 9. Oktober 1906 geboren. Seine Eltern sind als Schauspieler am Saarbrücker Stadttheater engagiert. 1912 zieht die Familie nach Berlin. Er arbeitet als Autoschlosser, beginnt ein Ingenieurstudium. Dann zieht es auch den Sohn zum Schauspiel. Er erhält ein Engagement an der Volksbühne Berlin, tritt in der linken Theatertruppe seines Vaters auf. Nicht ohne Folgen. Das ist, ich habe mich zunächst nicht arbeiten lassen, zumindest nicht als Schauspieler. Und auf diese Weise bin ich ja eigentlich Regisseur geworden, weil ich ein Arbeitsverbot als Schauspieler bekam und machte in der Industrie anonym Werbefilme. Und so kam ich überhaupt zum Film. Die Arbeit als Regisseur rettet Wolfgang Staute vor dem Kriegsdienst. 1942 dreht er mit Akrobat Schön seinen ersten Spielfilm. Mit Ende des Krieges brechen für Staute neue Zeiten an. Gesellschaftliche Kritik ist nun möglich. Der Film Die Mörder sind unter uns, eine Produktion der Ostberliner DEFA, prangert an, dass im Nachkriegsdeutschland die Verbrechen ehemaliger Nazis oftmals ungesühnt bleiben. Der Arzt Mertens wird Zeuge der Erschießung unschuldiger Geiseln, die sein Vorgesetzter Brückner angeordnet hat. Hartmann, das ist doch nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was? Was kann nicht mein Ernst sein? Sie können doch unmöglich alle die Menschen erschießen lassen. Frauen und Kinder. Was haben denn die Kinder damit zu tun? 36 Männer. Die Tat geht Mertens nicht mehr aus dem Kopf. Frauen. Als er Brückner nach dem Krieg wieder trifft und der keine Reue zeigt, kommt es zum Eklat. Ja, was denn, um Gottes Willen? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden. Wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten. Mertens! Um Himmels Willen! Meine Frau! Die Kinder! Was haben denn meine Kinder damit zu tun? Halt! Die Mörder sind unter uns mit Hildegard Knef ist der erste deutsche Nachkriegsfilm. Seinen größten Erfolg feiert Staute allerdings mit dem Film Der Untertan nach dem Roman von Heinrich Mann. Voll Dankbarkeit erhob er gegen jeden, der ihn dazu anregte, sein Glas. Das Trinken, das Sprechen, das Singen, das Stehen und Sitzen, alles wird kommandiert. Erst 1957 darf der DEFA-Film auch in der BRD gezeigt werden. Ein Jahr vorher ist Wolfgang Staute nach West-Berlin umgesiedelt, hat die Zusammenarbeit mit der DEFA beendet. Das Thema der deutschen Schuld und Sühne greift er in Filmen wie Rosen für den Staatsanwalt oder Herrenpartie wieder auf, wird dafür als Nestbeschmutzer beschimpft. 1968 gründet er seine eigene Produktionsfirma. Gleich der erste Film, Heimlichkeiten, floppt. Aus finanzieller Not arbeitet Staute fortan fürs Fernsehen. Er führt Regie für die ZDF-Reihe Der Kommissar und ab 1973 auch für den ARD-Tatort. Die Arbeiten für das Fernsehen lassen nur wenig Raum für sein früheres gesellschaftliches Engagement. Sein letzter Film im Fernsehen, Der Snob, gedreht 1983. Ein Jahr später stirbt Wolfgang Staute bei Dreharbeiten im heutigen Slowenien an Herzversagen. Er war immer schon wieder beim nächsten Film, wenn er auch ganz voll war von dem, den er gerade machen wollte und er vor ihm stand. Ja, auch wirklich mit großen Anstrengungen. Man muss sich vorstellen, er war dann 78. Aber er hat immer gesagt, ich werde 100, ich habe noch so viel zu tun. Und ich will noch so viel machen, ich bin nicht am Ende.